kann man ganz schwer Worte fassen. Das ist einfach unglaublich. Das ist 30 Leser und 8 Tuner. Mit Turbo in der Steilwand, sagenhaft. Auf einer Rennstrecke bei Hannover geht ein Traum in Erfüllung. Es ist morgens 9 Uhr, Anfahrt auf das Kontidrom. Der eine Student Marcel Beer, der andere Kai Haupt, Geschäftsführer einer Medientechnikfirma. Doch bevor es auf die Strecke geht, der Reifen ist ihr einziger Kontakt zur Straße, kommt erst einmal Theorie. Hier lernen der 23- und der 43-Jährige, dass ein Reifen nicht einfach nur ein Schlauch ist, sondern mittlerweile aus 9 verschiedenen Lagen besteht. Das komplette Auto steht lediglich auf einer Fläche von 4 Postkarten und muss dabei immer sicher auf der Straße liegen. Dass ein Reifen halt so komplex ist, das wusste ich überhaupt nicht. Also, dass halt so viele Faktoren so mit einspielen und halt so die ganzen Bauteile, das war schon sehr interessant so zu hören. Doch wirklich interessant ist es, in den neuesten getunten Autos mitzufahren, wenn es auch nicht die eigenen sind. Profi-Piloten zeigen den beiden auf der hausinternen Conti-Rennstrecke, was es heißt, wenn Gummi auf Asphalt klebt. Marcels erstes Wort war Auto und so richtig viel mehr kann er bei diesem Erlebnis jetzt auch nicht sagen. Das ist wirklich unglaublich. Also. Ein PS-Junkie leidet unter Sprachlosigkeit. Also wirklich Wahnsinn. Also es ist eine Querbeschleunigung und ja, fehlen mir nicht so die Worte. Das kann man ganz schwer Worte fassen. Das ist einfach unglaublich. Das ist, also wahrscheinlich wird man sowas halt so fast nie mehr so in seinem Leben halt so erleben und das, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Der TechArt GT Sport auf Porsche Cayman S-Basis hat mit knapp 385 PS zwar ein paar weniger als der Porsche Turbo, den Kai Haupt sonst fährt, beeindruckt allerdings durch Beschleunigung. 407 Newtonmeter Drehmoment fühlen sich noch einmal kraftvoller an, wenn ein Profifahrer am Steuer sitzt. Der GT Sport fliegt so unter 5 Sekunden von 0 auf 100. Er handelt so ein Fahrzeug natürlich viel professioneller. Alleine das Driften eben, er weiß genau, wo der Scheitelpunkt liegt und wie er das Auto dort reinbewegt. Und das macht natürlich Spaß, das zu erleben. Das ist ganz klar. Nicht jeder Magen reagiert so freudig auf die spaßigen Beschleunigungen. Der Aufregung sei Dank, Marcel Beer konnte vorher nicht allzu viel essen. Der Wunschtraum, einmal in einem getunten Auto mitzufahren, wäre wohl sonst eher zum Albtraum geworden. Am Anfang war es ganz gut, aber jetzt so mittlerweile muss man schon ein bisschen aufpassen, dass da. Deswegen ist es auch ganz gut, dass der relativ leer ist. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass der dann so angeschlagen wird. Von so in Anführungszeichen so ein bisschen schnelles Kurvenfahren und ein bisschen Querfahren, aber sehr, sehr beeindruckend. Kein Renner hat hier weniger als 340 PS. Einzig der Geländewagen von Delta 4x4 kommt mit 200 aus. Insgesamt sind an diesem Tag fast 4000 Pferdchen auf der Strecke. Tuner müssen sich natürlich auch der Öffentlichkeit präsentieren, wie es ein Fahrzeughersteller auch macht. Und wir wollen hier natürlich auch den Leuten einfach mal zeigen, dass wir auch nah sind bei den Leuten und nicht einfach irgendwie der Tuner sind, der so ein bisschen abgehoben ist, sondern auch mit den Leuten zusammen Spaß haben kann. Ein Spaß, den sich allerdings nicht jeder leisten kann. Die 100.000-Euro-Grenze überspringen alle Autos. Wer so viel Geld für sein Gefährt übrig hat, braucht sich über die Reifenschonung nicht ganz so viel Sorgen zu machen. Ganz im Sinne des Gastgebers, der sich über fast nichts beschweren kann. Ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil es halt vom Wetter her nicht ganz so sonnig ist, wie wir es normalerweise gewohnt sind. Aber viel Spaß macht es, wie man auch hört. Auch zu sehen gab es den heimlichen Favoriten, ein TechArt GT Street auf Basis eines Porsche 997 Turbo. 260.000 Euro günstig, dafür aber auch über 300 Stundenkilometer schnell. Zum Beweis ging's in die Steilwand. Das Highlight des Tages für alle. Nicht nur der Speed, auch der Sound einmalig. Eine Schnitzer Airbox zum Beispiel ist so für deutsche Straßen niemals zugelassen. Die Steilwand war eben ganz toll. Wir waren ja das erste Mal mit dem 997 jetzt mit Turbo in der Steilwand, sagenhaft. Also vor allen Dingen, wenn die Autos so nebeneinander gefahren sind, wir waren ganz oben, konnten uns in die Seitenscheiben schauen, war sagenhaft. Im Großen und Ganzen war es ein super Tag und den werde ich, glaube ich, nicht so schnell, nee, ich glaube, nie vergessen. Also. Dieser unvergessliche Tag geht nachmittags um 4 zu Ende. Kai Haupt nimmt den Wunsch mit, seinen Porsche tunen zu lassen. Marcel Beer, bescheidenerweise, nimmt den Traum mit, so ein teures Auto einmal zu besitzen. Immerhin den Sound hat er in Gedanken jetzt immer bei sich.